Aha, hoho, hihi. So, jetzt haben diejenigen abgeschaltet, die dachten, jetzt kommt hier wieder nur Lachen. Herzlich willkommen. Ja, ich möchte gerne noch ein paar Bücher vorstellen oder Autoren vorstellen, die mich beeinflusst haben in dem Denken, in meinem Weltbild, mir Dinge erschlossen haben, wo ich dachte, wow, das ist mal eine Erklärung. Und ja, ich habe jetzt mal, ich glaube, das ist die neueste Umverpackung dieses Buches, Gespräche mit Seth von Jane Roberts. Oder besser gesagt, Seth selber diktiert quasi dieses Buch. Und ja, also ein Channeling-Buch. Ich kann alle verstehen, die sagen, okay, Channeling, weil ich habe so viel Murks schon auf diesem Markt gesehen, was da alles für ein Blödsinn gechannelt wurde und manchmal ja auch sicherlich mit guten Absichten und den aber so damals so überhaupt nicht ansprechend für mich. So, ich sag mal, was habe ich davon, dass irgendeiner da von Raumschiff so und so sich meldet? Letztlich müssen wir unser Leben leben. Ich muss mein Leben leben und ich glaube nicht, also ich meine, ich habe ja jetzt schon ein paar Jährchen hinter mir, seitdem der Ashtar auch mal aufgetreten ist. Also seitdem wurden, glaube ich, nicht irgendwie große Menschenmengen hier von der Erde weggeholt. Vielleicht wäre das ein oder andere Mal schon mal ganz sinnvoll gewesen. Vielleicht hätte man auch andere mal entsorgen sollen. Nein, um Gottes Willen. Jeder hat seine Berechtigung, denn das ist ja das Spannende, dass wir dadurch, dass wir eben Menschen kennenlernen, dass wir merken, so möchte ich nicht werden. Ja, aber jetzt zu Jane Roberts Gespräche mit Seth. Das habe ich schon wirklich sehr, sehr früh kennengelernt. Ich habe, wie das so meine Art ist, bei den Büchern dann immer gerne mal hinten im Literaturhinweis geschaut, wo hat denn der Autor, die Autorin so seine Weisheit oder was findet er oder sie denn gut? Und so habe ich in einem Motivationsbuch einen Hinweis auf Gespräche mit Seth von Jane Roberts gefunden. Wow! Und das war damals gerade auch auf Deutsch erschienen. Also eine Amerikanerin. Und die hat mit ihrem Mann halt damals in den 60ern angefangen, auch mit diesem Ouija Board zu arbeiten, wo man eben so ja versucht, Kontakt aufzunehmen mit nicht inkarnierten Wesen, also irgendwelche anderen Ebenen, Geistern, und ja, hofft dann durch die entsprechende Verbindung der Buchstaben dann Botschaften herauszubekommen. Ja, so haben die beiden gestartet, ein Künstlerehepaar, sie Schriftstellerin, er Malerin. Und sie hat dann immer mehr diesen Drang gefühlt, das schon auszusprechen, was da eigentlich auf dem Board dann, ne, mit hin und her schieben, mit jedem einzelnen Buchstaben zusammengemüsert werden sollte. Und irgendwann hat sie gesagt, lass mich einfach mal sprechen, lass uns mal gucken, ne? Und so kam dann das zustande, dass sie einzelne Sitzungen gemacht haben. Und irgendwann sagte dann, ja, sie hatten also erst mit einem Frank Withers, glaube ich, Kontakt.
der gerade verstorben war. Und der sagte dann irgendwann, ganz ehrlich, ich habe noch nicht so den Durchblick. Ich gebe euch mal weiter an mein sogenanntes höheres Gesamtselbst oder eben jetzt irgendwo was, wo ich sage, jo, das hat was, einen besseren Überblick. Ne? Und so kam dann Seth ins Spiel. Also er nennt sich eine Energiepersönlichkeit, die nicht mehr hier in der Dimension zentriert ist. Hm. Ja, und hat dann irgendwann gesagt, okay, lasst mich einfach mal ein Buch schreiben. Ich diktiere euch ein Buch und ihr könnt natürlich dazu Fragen stellen, auch immer wieder. Und wir können das durchsprechen. Und vielleicht ist das ja vielleicht auch eine Hilfe für alle dann. Und ich habe hier gerade nochmal aufgeschlagen, Sitzung 511. Also die haben schon 500 Sitzungen, über 500 Sitzungen gemacht, bis dann da dieses Buch zustande kam. Also von daher, ja, könnte man sagen, man hat sich aufeinander eingeschossen, ja, und da war die Kommunikation vielleicht auch ein bisschen klarer dann auch, weil die Problematik ist natürlich, dass wir da oben Filter in unserem Kopf haben und natürlich auch nur ein gewisses Sprachausdrucksvermögen, Begriffe haben. Und dann muss also jemand, der da von außen drauf zugreift, muss dann das verwenden. Ja? Und wir müssen dann gucken, dass wir nicht zu sehr mit unserem eigenen Bewusstsein da irgendwie filtern und im Vorhinein sagen, ja, das kann nicht stimmen, was da jetzt durchgekommen ist. Ne? Ja, so, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist für mich einfach ein absolutes Erleuchtungserlebnis gewesen, dieses Buch entdeckt zu haben, weil je länger ich da gelesen habe, desto mehr fühlte ich mich da abgeholt und fühlte ich so auch dieses, ja, so könnte es sein. Das ist ein super Erklärungsmodell. Das beinhaltet wirklich viele, viele Dinge und ist quasi eben für diejenigen, die, naja, wir denken ja nun mal doch ein bisschen mehr, wir haben ein bisschen vielleicht ein größeres Bild, einen größeren Überblick bekommen als diejenigen Menschen vor 2000 Jahren, wo man da entsprechende Dinge aufgeschrieben hat. Und da war das alles lokal begrenzt und da waren Interessen auch anders. Und so heutzutage mit entsprechend der Entdeckung der wirklichen ganzen Weltalle, die ganzen Sonnensysteme, Milchstraße, also da sind ja Dinge, die früher zumindest in dem Entwicklungszustand damals, als das aufgeschrieben wurde, was wir heute so als heilige Quellen ansehen, da war das ja noch nicht, oder besser gesagt, mal wieder nicht. Ja? Also man lernt zum Beispiel hier in dem Buch dann, dass es Zivilisation, hochentwickelte Zivilisation vor unserer Zivilisation gab. Ja? Und das passt ja auch mit entsprechenden Funden, die ja scheinbar nicht so in das Weltbild der Archäologie passen. Ja? Die sagen ja irgendwie vor dann und dann, und wir sind die erste Hochkultur. Nee, scheinbar nicht. Und wenn man sich die Sachen anschaut, dann ist es schwierig, zu sagen, wir sind die erste Hochkultur. Da waren vielleicht doch andere Hochkulturen da, die also jetzt zum Beispiel die Pyramiden gebaut haben, die nicht in dem Zeitraum waren, da, der jetzt hier so offiziell angegeben wird, sondern viel, viel früher. Und da muss man ja sehen, die sogenannte älteste Pyramide ist die bestgebaute. Und hallo,
Im Normalfall würde man doch sagen, okay, mit jedem Fortschritt, ja, werden die Pyramiden besser. Nein, die wurden ja nicht besser. Also insofern sind ja für mich damals auch schon Fragen aufgekommen, wo ich sagte, ja, also das, was uns da erzählt wird, egal aus welchen Quellen, ob es jetzt aus biblischen Quellen ist oder aus den wissenschaftlichen Quellen, ja, die alle ihre Tunnelblicke haben. Und dann kommt da so ein ja, Buch daher, ein Autor daher, der ja, von sich behauptet, dass er eben nur über entsprechende Verbindung da mit dieser Autorin Jane Roberts überhaupt kommunizieren kann. Ja, und bringt da wirklich Erklärungsmodelle, wo ich sage, die kann ich abnicken. Die kann ich auch mit meinem Kopf abnicken. Da kann ich sagen, ja, das ist eine Möglichkeit. Ich sage nicht, dass das alles richtig ist, was da in dem Buch steht. Ich stelle das auch immer gerne in Frage. Ja, also, das ist sowieso ein wichtiger Teil aus meiner Sicht, dass du nicht einfach alles glaubst. Auch nicht, was ich dir erzähle. Klar, macht das für einen Sinn, ja? Du selber hinterfragen und natürlich gucken, okay, warum kannst du vielleicht mir in gewissen Punkten nicht glauben? Warum sagst du, nee, das muss anders sein? Ja? Woher hast du dieses Wissen? Also ich sehe dieses Buch eben als ja, Möglichkeit an, wirklich viel Wissen zu bekommen zum Thema, ja, wie bilden sich Glaubenssysteme, wie bilden, wie ist die Realität aufgebaut, ne? Was kommt nach dem Tod, ne? Also der hat schon eine Menge damals erzählt, was erst im Nachhinein herausgefunden wurde. Die ganzen Höhlensysteme, ja? Er sprach da eben von einer Hochzivilisation, die damals als, sage ich mal, entwickelte Zivilisation sehr eigentlich begrenzt war, aber entsprechend dann auch unterirdisch gelebt hat, einfach weil ja, da Ängste, große Ängste waren, dass man auf der anderen Seite aber auch ja, unterdrückt hat, diesen Impuls des Kampfes, ja. Also man hat versucht, ja, aus meiner Sicht jetzt, aus meiner Sicht, die Liebe komplett irgendwie nicht bis auf den Kampf auszudehnen, dass man gesagt hat, nein, das ist ja keine Liebe mehr, ne? Und da war natürlich klar, wenn ich irgendetwas begrenze, dann gibt das Widerstand. Und von daher war es für mich auch nochmal interessant, klar zu machen, aber was geht denn da ab? Gut, ja, dann war damals mein Englisch noch nicht so gut und deshalb musste ich warten, bis dann immer wieder mal ein Buch übersetzt wurde. Ja, irgendwann kam dann die Natur der persönlichen Realität. Ja, und das ist auch etwas, wo teilweise konträre Meinungen aufgeworfen worden sind, zu dem, wie was ist. Eben auch zum Beispiel die Glaubensfragen hinterfragt wurden. Ja, woher weißt du das? Hm? Nein, du weißt es nicht, du glaubst es, dass es so ist. Oder du hast eine Überzeugung von jemandem anderen übernommen, der aber auch eigentlich nicht sagen kann, warum es so ist. Und hier in dem Buch, die Natur der persönlichen Realität, wird einfach nochmal ein bisschen mehr Background gegeben. Und wenn dich das interessiert, dann wäre das zum Beispiel ein Buch, was ich dir sehr empfehlen könnte. Und ein drittes aus der Reihe, es gibt noch mehr Bücher da aus der Reihe, aber vieles dann auch leider nur noch in Englisch. Aber hier dieses
kann man schlecht lesen. Individuum und Massenschicksal ist auch nochmal so auf diesen Punkt eingegangen. Okay, wir als Individuum, aber wir sind ja nicht alleine auf der Welt. Und was macht das dann, wenn da ganze Massen zusammenkommen? Ja? Und was dann da ausagiert wird? Wenn man möchte, könnte man sagen, ja, wusste schon vorher, okay, was da so passiert. Wenn zum Beispiel so eine Seuche ausbricht oder irgendeine Naturkatastrophe ist, was dann passiert und wie das zustande kommt und warum das zum Beispiel überhaupt gemacht wird. Ja? Und natürlich kann man dazu ganz eigene Ansichten und Ideen haben. Ich finde es nur interessant, sich eben damit auseinanderzusetzen, welche Sichtweisen da vielleicht nochmal neu hinzukommen können. Und mir ganz persönlich hat es sehr viel gebracht und ich schaue auch immer wieder gerne nochmal hinein, einfach um jetzt, weil ich die Bücher lange Zeit weggelegt habe, jetzt zu schauen, okay, wozu kann ich jetzt noch nicken oder wozu sage ich, naja, das ist nicht sehr genau definiert. Ja? Also da sind vielleicht auch viele Stellen drin, die vielleicht mir jetzt zu ungenau sind, aber vielleicht ist es auf der anderen Seite aber auch, weil es eben so viele Möglichkeiten gibt. Ja, er spricht ja da von Wahrscheinlichkeiten, die dann da gleichzeitig existieren, mehrere Realitätsebenen, also das, was wir unter verschiedenen Dimensionsformen vielleicht heute kennen, dass er da sagt, okay, das ist alles da in dem Moment, also auch da dieses Konzept der Zeit ist jetzt und das ist ja das, was eben letztlich auch die ganzen Leute, die eine Nahtoderfahrung hatten, entsprechend berichten. Und insofern, ja, kann ich dir nur wärmstens empfehlen, dich da ein wenig hinein zu vertiefen. Und wenn du da Interesse hast, können wir auch gerne eben in einen näheren Austausch zu den Ideen und Dingen dazu kommen, weil es mich ganz besonders eben angesprochen hat. Ja, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Oh, 18 Minuten ist sorry, ich habe ein bisschen länger gequasselt heute. Aber das war mir wichtig, dass wir das nochmal so ein bisschen hier klar haben, was da alles dranhängen kann und wovon wir beeinflusst werden und welche Ideen wir vielleicht gebrauchen könnten, um ein größeres Bild zu haben, um einfach uns weiterzumachen und um Dinge auch besser akzeptieren zu können und dadurch letztlich eine andere, bessere Lebensqualität selber zu haben. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Bis dann.